Willkommen in LTV. Hier seht ihr das LG T385 Wi-Fi Smartphone, was 3,2 Zoll hat. Es ist super klein. Das Display hat nur eine QVGA-Auflösung, die man eigentlich kennen kann nach Full-HD-Tablets. Ist das eine große Umstellung, hier nur noch sowas in der Hand zu haben. Aber wir denken mal, es wird nicht mehr als 100 Euro kosten. Und es hat noch nicht mal UMTS angebaut, sondern nur WLAN und 2G, aber dafür Quadband. Wie ihr hier hinten sehen könnt, Micro-USB und Kopfhörer haben wir einmal eingebaut. Dann natürlich können wir Lautstärke regeln. Oben haben wir den Kopfhöreranschluss, wo jetzt hier dieses Ding befestigt ist. Dann haben wir hier einen An- und Ausschalter und auf der anderen Seite rein gar nichts. Die Rückseite hat eine 3-Megapixel-Kamera, die ich jetzt auch mal aufrufe. Hier könnt ihr die sehen, die ist ohne Blitz. Und die Kamera ist eigentlich auch ganz okay von der Qualität her. Die Striche sind, denke ich mal, nur drin, weil das ein Pre-Production-Modell ist. Aber ansonsten müsste das nicht sein. Aber wie ihr merkt, schön schnell. Interessant, dass in der Mitte der Zurückknopf ist. Aber ansonsten merkt ihr, das Telefon reagiert eigentlich ganz gut, ist nicht zu dick. Und die 2-Megapixel-Kamera ist auch ganz okay, wobei die halt nur einen Fixed Focus hat. Mein Name ist Balasch Graf von LTV. Wir sind gesponsert von MeinDeal.com hier. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt in meinem YouTube-Channel. Und natürlich könnt ihr auch die anderen Telefone anschauen, wie zum Beispiel das LG Optimus L3, um euch da auch noch einen ersten Eindruck zu gönnen. Denn das ist eigentlich genau ähnlich, nur ein bisschen schöneres Design, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balasch Graf.